Ja, servus im Raum und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr wieder mal seht, bin ich unterwegs. Dschungel, eh klar, da sind die wenigsten Leute. Und will ja gar nicht so weit gehen. Schmeiß mich da noch irgendwo hin, machen wir es gemütlich. Druck ein paar Stunden alle runter und gehe dann wieder heim. Wir haben jetzt da 12 quasi. Ich bin jetzt extra um die Zeit gefahren, weil da sind die wenigsten Leute unterwegs auch, zumindest da auf der Straße. Weil die meisten um die Zeit essen. Und das habe ich auch gesehen, dass fast kein Verkehr war. Wie gesagt, ausgenutzt da hergefahren. Und da lasse ich mir es jetzt gut gehen. Ja, eins, was ich erwähnen wollte, dass diese Krise, die macht manche Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr Schucke. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Lagerkoller oder keine Ahnung. Die Leute werden gehässig gegeneinander und das ist eine Katastrophe. Ich sehe das sogar auf meinem Kanal, also da wäre ich beschimpft aufs Rigoroseste. Wie kann ich, ja, und lass mir das bei den Zeiten überhaupt noch rausgehen und ja. Wurscht, ich nehme jetzt keine Kanalnamen, ich habe endlich gelöscht. Weil man kann das ganz normale Fragen stellen, jede Kritik habe ich überhaupt kein Problem. Da sehe ich überhaupt nichts dabei. Jeder hat seine Meinung, kann auch gern sagen, aber schimpfen. Was mich sicher nicht, die sind von mir sofort gelöscht, da schreibe ich nicht einmal zurück. Ja, wenn was nicht taugt, drückt es zweimal den Daumen runter hintereinander, wie ein Doppelklick, das zählt dann doppelt. Also zweimal Minus und dann ist das wieder okay. Gut, ich ziehe jetzt noch weiter und suche mir ein schönes Platzl. Das ist so richtig ruhig, bin ich gar nicht gewöhnt. Da haben wir. Ja, da werden wir jetzt einmal anzischen. Dann gehen wir mal da drüben wieder ins Dichtere rein. Ja, da genug Windbruch. Und da habe ich einen. Der hat sich da zwischen die zwei Blumen reingelegt und verkeilt. Ist jetzt sicher ein bisschen blöd zum Mikado spielen. Ah, ich glaube, ich habe da wieder ein schönes Platz gefunden. Da nehmen wir den da vorne oder da hinten den moosüberzogenen. Schauen wir mal. Oh, ich glaube, der macht sich gut. Was habe ich da gerade entdeckt? Eine Nuss. Schau, das wird Totenschädel. Gigantisch, was man da alles findet. Der gefällt mir den nicht mehr, da beim Totenschädel. So, als erstes brauchen wir mal einen Schluck.
da gibt es heute wieder mal ein kühles Cola. Uiuh, das ist frisch, ein Cola. So, machen wir es ein bisschen weich am Popo. Ja, so passt. Und jetzt riecht man mal. Ja, für ein Käfchen tut das so. Ja, das reicht. Das dampft schon. So. So. Minuten ist um. Jetzt werden wir ihn schon langsam durchpressen. Herrlich. So muss das sein. Ja, mein, immer während der Gruß an meine Krankensesseln. Gesund werden, Freunde, passt auf euch auf. Und natürlich auch meine kranken Brustfreunde. Ja. Bisschen viel Kaffee erwischt. Passt. So lasst es aushalten. Vogel und Zwitschern um und um. Es geht auch kein Wind nicht heute, wirklich super schön. Super schön. Prost. Ja. In der Zwischenzeit habe ich jetzt die Kamera ganz schön lang ausgehabt. Wir haben jetzt also 3:15. Und ja, ich würde sagen, ich werde schon langsam zusammenpacken. Stapfe da durch den Dschungel wieder zum Auto, fahre gemütlich heim und dann gibt es was zum Papi. Während die habe ich schon. Ja, genau so mache ich das jetzt. So, der Bärlauch, der stellt sich wieder auf. Gehen wir. Ja, Freunde, leider gibt es auch negative Sachen. Ich habe da gerade ein totes Reh gefunden. Wer sich das nicht anschauen kann, spielt jetzt um ca. 15 Sekunden weiter. Ja, ich zeige euch das jetzt. Also, das ist eh schon angefressen. Das liegt sicher schon länger da. Fliegen sind auch genug. Ja, schaut um das Viecherl, wer weiß, was es gehabt hat. Hey, guck ich da. Fuchs oder Dachsbau?
Nou, dat is interessant. Dat is toegebouw. Wat interessant was passiert, want die weg is. Schnauwt het niet her, dan niet? Ik heb de houdt geen kracht meer dazu. Na, hoor dan niet meer. War interessant gewesen, wenn der hingeschossen war. Tja, leider nicht. Ja, da sieht man wieder, das ist ganz schön was runtergerucht. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich bin noch mehr ein paar hundert Meter bis zum Auto. Und wer weiß, wie viele Leute davon noch gingen, interessiert mich nicht mehr. Ich verabschiede mich gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Passt auf euch, bleibt gesund und servus die Malen und pfiat euch die Buben.